Halbzeit. Dankeschön. Okay, lass das sein. Wir haben keine Zeit. So, jetzt lass uns das Wort Gottes befragen nach der Bedeutung oder der Wichtigkeit oder den Segnungen der Erkenntnis Gottes. Darum soll es gehen. Warum ist das so wichtig, Gott wirklich in seinem Wesen zu erkennen? Weil das Bild, das du hast, und jeder Mensch, auch sogar die Ungläubigen, haben ein Bild für Gott. Wenn jemand glaubt und hofft, es gibt keinen Gott, hat auch ein Bild von Gott. Jeder hat ein Bild von Gott. Und auch wir als Gläubige haben ein Bild von Gott. Und es ist jetzt wichtig, dass wir jetzt darauf achten, dass wir lernen, dass dieses Bild, das wir in uns haben, wirklich in Übereinstimmung ist mit dem Worte Gottes. So, dein Bild von Gott bestimmt dein Leben. Denkt an dieses Gleichnis, was wir nennen, das Gleichnis vom Schalksknecht mit den anvertrauten Pfunden da. Und da war der Letzte, der hat Gott als einen harten Herrn gesehen, der erntet, wo er nicht gesät hat. Und aus Angst, was macht er? Vergräbt er seinen Pfund. So, er hat ein falsches Bild vom Herrn und dieses falsche Bild erzeugt in ihm Gefühle und diese Gefühle leiten ihn zu einem völlig unproduktiven Verhalten. Sein falsches Bild ist sein Problem, nicht seine Angst, weil die Angst kommt aus der falschen Sicht von Gott. Oder ein positives Beispiel, Jesaja Kapitel 11, Vers 9 über das tausendjährige Reich. Dort wird gesagt, man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Diese Zeit wird kommen, wo das Land bedeckt sein wird, voll sein wird von der Erkenntnis des Herrn. Und das hat enorme Auswirkungen auf das Leben, auf den Lebensstil der Menschen. So, schauen wir uns Segnungen an, die das Wort Gottes beschreibt, die uns zustehen, die wir erwarten können, wenn die Erkenntnis des Herrn sich Bahn bricht. Durch die Erkenntnis des Herrn kommt Rettung und Hilfe. 1. Timotheus 2, Vers 5, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie kommt die Hilfe Gottes in das Leben eines Menschen, indem er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt? Also Gott handelt nicht direkt, sondern nimmt erstmal die Lügen weg und gibt ein klares Bild von wer er ist. Und daraus kommt dann auch Glauben und dann wiederum macht das die Tür auf für das Handeln Gottes. Die Hilfe Gottes kommt durch Erkenntnis der Wahrheit. Und das heißt im Umkehrschluss, die Verdunkelung, die Verhinderung von Wahrheit verhindert die Hilfe Gottes. Eine der mächtigsten und einflussreichsten Lügen in unserer Kultur ist die Evolutionstheorie, die interessanterweise in den Schulen gelehrt wird im Teenageralter, wenn junge Leute anfangen aufzuwachen und zu fragen, wer bin ich, wo komme ich her, was macht das Leben für einen Sinn, wo kommt das alles her, was ich hier um mich herum sehe, gibt es vielleicht einen Gott? Teenager fangen an, das zu fragen. Und dann kommt die Evolutionslüge, die sogar auf Schulniveau als Tatsache verbreitet wird, wobei jeder seriöse Wissenschaftler immer noch sagen würde, es ist eine Theorie. Und Gläubige würden sagen, es ist eine unbewiesene Theorie, es ist eine Theorie, die wissenschaftlichen Grundsätzen, Naturgesetzen widerspricht. Und deswegen kann diese Theorie nicht stimmen. Wenn Naturgesetze gegen eine Theorie sind, ist die Theorie falsch, weil Naturgesetze kann man nicht irgendwie anpassen an eine Theorie, sondern ganz genau umgekehrt. Die Theorie muss angepasst werden an die Naturgesetze. So, das ist ein Beispiel von Lügen. Es gibt viele, viele andere Lügen, die unsere Kultur bestimmen. So, das betrifft Ungläubige, das betrifft aber auch die Gläubigen. Geistliches Wachstum, Reife, Mündigkeit ist eine der wichtigen Segnungen der Erkenntnis Gottes. Ich lese mal aus einem Gebet
Eine Passage, Kolosser 1, Vers 10, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Geistliches Wachstum kommt zustande durch Erkenntnis Gottes. Geistliches Wachstum ist nicht, ich kenne mehr Theorien und mehr Ideen oder auch mehr, habe mehr Bibelwissen, sondern geistliches Wachstum ist, ich werde verändert in die Gesinnung, in das Wesen Jesu. Das ist geistliches Wachstum. Und darum kann ich mehr Frucht bringen. Das Maß des Segens Gottes durch mich nimmt zu. Und ich kann in größerer Weise einfach eine Hilfe sein und ein Teil sein von Gottes Antwort für diese Welt. Das ist geistliches Wachstum. Und wir sind gerufen, aufzuwachsen und stark zu werden, mündig zu werden. 2. Petrus, Kapitel 3. Vers 17, ihr aber Geliebte, da ihr solches zum Voraus wisset, hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung gewissensloser Menschen mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst aber, oder hier in dieser Übersetzung, wachst dagegen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch für den Tag der Ewigkeit. Hier hören wir den Schrei des Apostels, was der Schrei Gottes selber ist. Das Volk Gottes muss wachsen. Es gibt ein schönes Buch mit dem Titel Um Himmels Willen werdet erwachsen. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Heißt es auch so auf Deutsch? Von Ravenhill, David Ravenhill. Um Himmels Willen werdet erwachsen. Was ist das, der englische Originaltitel? Was für eine schöne Aussage. Wir müssen erwachsen werden, wir müssen mündig werden, wir müssen stark werden im Herrn. Und das heißt, wir müssen ihn wirklich kennenlernen und von ihm geprägt werden. Wachst in der Gnade, das heißt eure Fähigkeit, Gnade Gottes zu nehmen und dann die Gnade Gottes durch euch freizusetzen für andere. Diese Fähigkeit soll zunehmen. Gnade ist Gottes Angebot, Menschen zu helfen, freizusetzen, zu segnen, zu stärken, Orientierung zu geben, aufzubauen, zu trösten und so weiter. All das ist Gnade. Und wir sollen wachsen in der Gnade, das heißt in der Fähigkeit, dass die Gnade Gottes in unser Leben kommt. Die kommt durch Nehmen. Von seiner Fülle haben wir genommen. Gnade rieselt nicht auf uns herab wie der Schnee im November, sondern der muss genommen werden. Von seiner Fülle nehmen wir. Wir müssen das nehmen. Und dann können wir es geben. Wachst in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wenn du nur diesen Vers hier sehen würdest, dann hättest du die Idee, okay, der will, dass ich wachse in zwei Bereichen. Ich soll wachsen in der Gnade und ich soll wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Was er meint, ist etwas anderes. Dies ist eine von vielen Schriftstellen. Eben hatten wir schon eine angeschaut. Und es gibt viele, viele Schriftstellen, wo Dinge aufgezählt werden, zwei Dinge aufgezählt werden. Und die zweite Aufzählung oder die zweite Nennung erklärt die erste. Das heißt, wir wachsen in der Gnade, indem wir wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Der redet nicht von zwei Dingen, sondern sagt, Wachstum in der Gnade kommt zustande, indem wir wachsen und zunehmen in der Erkenntnis des Herrn. Er sagt, klingt interessant, aber hier steht ja nun mal wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis. Also er redet doch von zwei Dingen. Danke für den Einwand, der hilft uns weiter. Ein wichtiges Prinzip, die Bibel erklärt die Bibel. Ganz, ganz wichtig. Das Wort Gottes legt sich selber aus. Wir müssen lernen, mit dem Heiligen Geist das Wort Gottes anzuschauen. Und dann gibt er uns Parallelstellen und er erklärt uns Dinge. Und zwei Bibelstellen kombiniert, auf einmal geht das Licht an. Und wir sehen Dinge. 2. Petrus Kapitel 1. So, was war meine These? Das Wachsen in der Gnade geschieht durch Wachsen in der Erkenntnis Christi. Das war meine These. 2. Petrus Kapitel 1. Vers 2, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil, wie? In der Erkenntnis Gottes. Da hast du es. Durch die Erkenntnis Gottes kommt mehr Gnade und Frieden in mein Leben und in dein Leben. Die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis von Jesus
unserem wunderbaren Herrn. Epheser 4, Vers 13. In den Versen davor ist die Rede von den Diensten, die der Herr selber gibt für die Gemeinde, zur Prägung der Gemeinde, also Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten. Was sollen die tun oder was ist ihr Dienst? Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. So. Erkenntnis des Sohnes Gottes führt zur Reife, führt zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch die Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Also Paulus war sich dessen bewusst, da gibt's eine Menge, was da kreucht und fleucht, was alles andere als gesund und hilfreich ist. Und wenn wir nicht den Herrn kennenlernen, wenn wir nicht in ihm stark werden, dann sind wir hilflos ausgeliefert diesen verschiedenen Strömungen und Ideen und Dingen, die da sind. Und wir haben keinen klaren Kurs. Wir gehen ein bisschen in die Richtung, dann gehen wir wieder ein bisschen in die andere Richtung. Und es geht immer hin und her und wir haben keinen Kurs. Mein Gebet ist, dass am Ende dieser Woche für jeden, der hier ist, Bibelschüler oder auswärtige Gäste, klar ist, das ist mein Fokus. Ich will den Herrn erkennen. Ich will die Gesinnung haben wie Paulus am Ende seines Dienstes. Was schreibt der Philippa? Ich möchte ihn erkennen. Das schreibt er am Ende seines langjährigen Dienstes, wo er so viel Frucht gebracht hat. Und immer noch ist dieser Wunsch da, ich will ihn erkennen. Ja, hat Paulus denn nicht Christus erkannt? Aber ja. Und gleichzeitig wusste er, da gibt's noch mehr. Da gibt's noch mehr. Und er hat nicht gesagt, das war mal in meiner geistlichen Jugend so, da war ich eifrig, den Herrn zu erkennen, jetzt habe ich ihn erkannt und fertig. Nein, am Ende seines Lebens. Und wir wissen schon, die Bibel sagt, das Ende von einem Leiter musst du anschauen, das Ende. Gut anfangen ist einfach. Gut enden ist die Kunst. Und bei Paulus sagen wir, jawohl, der hat gut geendet. Er sagt, ich habe meinen Lauf gelaufen. Jetzt steht mir der Preis zu, die Siegeskrone. Und bis zum Ende hat er so gelebt, dass er dieses Verlangen kultiviert hat. Und das müssen wir auch lernen. Den Herrn wirklich kennenzulernen. Ich kann mich erinnern, wie vor vielen, vielen Jahren, vor über 25 Jahren, jemand gab mir eine Kassettenserie, Cultivating Spiritual Hunger. Der Titel hat mich so fasziniert, in meinem Leben habe ich noch nie etwas davon gehört, von geistlichen Hunger und schon gar nicht, dass man das kultivieren muss und wie das denn funktionieren könnte. Also schon alleine der Titel hat mich so dermaßen gesegnet und dann habe ich diese Serie studiert und die hat mein Leben so geprägt. Geistlichen Hunger kultivieren, niemals aufhören zu suchen und zu fragen, wir wollen noch klarer den Herrn und sein Wesen, sein Charakter wirklich erkennen. Das ist unsere Aufgabe, das ist die Herausforderung. Und wenn wir die Erkenntnis des Sohnes Gottes bekommen oder darin wachsen, dann werden wir reif werden, dann werden wir stabil werden und dann sind wir nicht mehr Spielball von irgendwelchen Trends und irgendwelchen theologischen Modeströmungen und irgendwelchen neuen Ideen, die da aufkommen. Und von vornherein, wenn jemand kommt und sagt, ich habe Offenbarung über Gnade, das hatte nicht mal Paulus. Be careful. Ich glaube nicht, dass irgendwer von uns, egal wie advanced er ist, Offenbarung über das Wesen Gottes bekommt, Offenbarung bekommt über Gnade, die bei weitem das übersteigt, was Paulus hatte. Ich glaube nicht an solchen Unsinn. Er ist mein Held, er ist mein Vorbild, ihm will ich nacheifern. Und ich weiß, dass ich weit, weit, weit davon entfernt bin. Vielleicht der einzige Punkt in meinem Leben, wo es schon Ähnlichkeit gibt zu Paulus, dass ich immer meinem Reisedienst Zeug vergesse. Er schreibt, bring mir den Mantel mit, den habe ich da liegen gelassen und die Bücher. Da kann ich sagen, da gibt es schon eine Ähnlichkeit zu Paulus. Aber ansonsten
gibt es so viel zu lernen, so viel an Veränderung. Halleluja. Aber diese Möglichkeit ist da für dich und für mich. So, Betrügerei, Wind der Lehre, Betrügerei der Menschen, listig ersonnener Irrtum. Wir haben einige von diesen Dingen aufgezählt, die heute so aktuell sind. Philemon 1, Vers 6, die Gemeinschaft deines Glaubens soll wirksam werden in der Erkenntnis alles Guten, das in uns ist, im Hinblick auf Christus. So, Glaube kann wachsen, Glaube wird wirksam in der Erkenntnis oder durch die Erkenntnis all des Guten, das in uns ist, im Hinblick auf Christus. Okay, ein weiterer Punkt, eine weitere Segnung, Reinigung, Willigkeit zum Gehorsam, fasse ich mal zu einem Punkt zusammen hier. 2. Petrus 2,20, wenn sie den Befleckungen der Welt, es glaubt heute kaum noch einer, dass die Welt Gläubige beflecken kann. Wir hören über das nicht viel. Aber die Apostel haben klare Sicht gehabt, von was ist Welt. Und die, wenn man sich hingibt und Liebhaber wird der Welt, dann befleckt die Welt uns. Wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind. Wie entflieht man der Befleckung der Welt? Durch die Erkenntnis des Herrn. Das ist der Schlüssel. Wir kämpfen nicht gegen die Welt in unserer eigenen Kraft, sondern wir wollen ihn erkennen. Das ist das Prinzip. Das Böse wird mit Gutem überwunden. Wir schimpfen nicht über die Welt und wir regen uns darüber nicht auf, sondern wir suchen die Alternative. Und das ist das Wesen Gottes, seine Schönheit zu erkennen und davon geprägt zu werden. Durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, aber in diese wieder verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Aber die Betonung für mich jetzt hier ist entrinnen, entfliehen durch die Erkenntnis des Herrn. David ermutigt und ermahnt seinen Sohn, 1. Chronik 28, Vers 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. Erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Willigkeit des Herzens, ganze Hingabe kommt durch Erkenntnis des Herrn. Wenn wir ihn sehen in seinen guten Absichten, in seiner Freundlichkeit, in seinem Wohlwollen uns gegenüber, dann entsteht in uns das Verlangen, diesem Gott will ich gehören, diesem Gott will ich dienen, auf seiner Seite will ich stehen, egal was das bedeutet, weil er ist so wunderbar und so herrlich, so kostbar und seine Gemeinschaft ist mir wichtiger als irgendetwas anderes und ich will auf Biegen und Brechen sein Wohlgefallen haben. Ich will auf seiner Seite stehen. Erkenne ihn und als Folge davon, du wirst ihm dienen von ganzem Herzen. Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Jesus zu erkennen, öffnet die Tür für einen beständigen Zustrom von Leben. Das Leben, was aus dem Herzen Gottes ausgeht, zu allen Menschen. Aber wir müssen lernen, von diesem Strom zu nehmen und von diesem Strom zu trinken und uns wirklich beleben zu lassen, sodass eine kontinuierliche Infusion von göttlichem Leben kommt durch die Erkenntnis des Herrn. Leben ist die göttliche Art von Leben, ja? Es gibt viele verschiedene Dimensionen von Leben. Ja? Dein Wellensittich hat eine bestimmte Art von Leben. Deine Blumen auf dem Balkon haben auch Leben. Menschen haben eine höhere Form von Leben. Engel haben eine wesentlich höhere Form von Leben als wir Menschen.
Und Gott hat eine noch höhere Form von Leben als die Engel. Und als Gläubige, wir haben Teil an diesem Leben Gottes, was in sich enorme Qualitäten hat. Eine der herausragenden Fähigkeiten oder Eigenschaften des Lebens Gottes ist, inmitten von katastrophal erscheinenden Umständen ermutigt zu bleiben. Das ist das Wesen Gottes. Er sieht all das, was hier passiert in seinem Namen. Er sieht all das Durcheinander, die Lügen über seinen Sohn, die Verdrehungen des Wortes, den geistlichen Mangelzustand der Gemeinde. Und oh Wunder, er ist nicht frustriert. Er ist nicht entmutigt. Er sagt nicht, okay, das war ein guter Plan, aber jetzt lassen wir es. Wir sehen, es funktioniert alles nicht. Gott ist ermutigt und er weiß, sein Plan wird gelingen. Bevor der Sohn wiederkommt, wird es eine herrliche, klare, siegreiche Gemeinde geben, die brennt für den Sohn, die nichts anderes will, als ihn groß gemacht zu sehen auf dem gesamten Planeten. Diese Art von Gemeinde, die überwindet, die klar ist, die auf seiner Seite ist, die keine Kompromisse mit dem Geist der Welt macht. Diese Art von Gemeinde wird es geben, ihr Lieben. Woher weiß ich das? Ich habe das Buch bis zu Ende gelesen. Und da steht es klar drin, eine Gemeinde im Sieg, eine Gemeinde, wie Jesus am Anfang gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches werden nicht standhalten können. Am Ende, was sehen wir? Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. In der Zeit der größten Bedrängnis, wo die widerlichste und finsterste und antigöttlichste Herrschaft, die es auf diesem Planeten je gegeben hat, wogegen Adolf Hitler ein Waisenknabe ist, unter der Herrschaft des Antichristen gibt es eine Schar, die sich nicht erpressen lässt, die sich nicht gefangen nehmen lässt von verführerischen Gedanken, die nicht klein beigibt, die nicht sich anpasst, um relevant zu sein, sondern die ganz klar auf der Seite des Herrn steht. Und du bereit ist, lieber ihr Leben zu verlieren, als ihm die Treue zu versagen. Diese Art von Gemeinde wird es geben. Und wir sind in Vorbereitung dazu. Wir haben viele Dinge zu lernen. Und diese Vorbereitung kriegt Schub und Dynamik, wenn wir ihn sehen in seiner Gesinnung, in seiner Art und Weise, wie er lebt, wie er empfindet, wie er reagiert, wie er Dinge sieht. Die Erkenntnis des Herrn ist der Schlüssel, wie dieses Leben aus Gott in uns hineinkommt. Und wenn wir diese Aufgabe haben, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen. Ja, Matthäus 22, 37, das ist das erste und größte Gebot, den Herrn zu lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit unserem Verstand, mit unserer Seele, mit allem, was ist. Wenn das unsere Aufgabe ist, wir können das doch nur lernen, wenn wir ihn kennenlernen. Wie kann man einen Gott lieben, den man nicht kennt? Das ist unmöglich. Du kannst sagen, ich muss Gott lieben, aber es wird nichts weiter funktionieren. Es wird nichts bewirken. Es bleibt bei einem Entschluss. Diese Liebe muss doch Gott selber in uns wirken. Das ist das Evangelium. Gott wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Gott muss in uns arbeiten. Gott muss uns verändern. Er muss ein tiefes Werk in uns tun. Und er will es und er kann es und er hat es versprochen. Und was wir lernen müssen oder dürfen, mit ihm zu kooperieren, ihm Raum zu machen, ihm Gelegenheit zu geben, sein Werk in uns zu tun. So die Erkenntnis Gottes, die wird uns helfen und wir werden zu einer tieferen Liebe kommen, zu einer Liebe, die zu außergewöhnlichen Opfern bereit ist. Wie wir eben schon gehört haben, ja, sie haben überwunden, ja, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, ihre Liebe zu Jesus und ihre Bereitschaft, ihn in Ehren zu halten, ihm treu zu sein, war ihnen wichtiger als ihr eigenes Leben. Das ist ein wesentliches Merkmal der Endzeitgemeinde, die Märtyrergesinnung. Nicht alle werden Märtyrer, aber alle werden leben in dieser Gesinnung. Jesus ist mein Ein und Alles und er ist mir wichtiger als irgendetwas. Meine Karriere, mein guter Ruf, mein Dienst, meine Bequemlichkeit, irgendetwas
sogar mein eigenes Leben. Er ist mir wichtiger als irgendetwas in diesem Leben. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich da nicht bin. Aber da will ich hin. Das ist das Ziel. Danach strecke ich mich aus und ich will, dass das der Heilige Geist in mir wirkt. Diese Art von Hingabe, diese Art von Klarheit, von Eindeutigkeit, diese Art von göttlichen Prioritäten, das ist, was ich haben will. Dem jage ich nach, das suche ich. So eine Liebe, eine tiefe Liebe, die zu außerordentlichen Opfern bereit ist. Gehen wir mal zu 1. Mose 29. Das ist Jakob, diese schöne Geschichte, wo Jakob dienen musste, 7 Jahre, um die Rahel zu bekommen. Was für Zeiten. Vers 20. So diente Jakob für Rahel 7 Jahre. Jetzt hör zu. Und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage. Also irgendwie war sein Zeitempfinden ein bisschen durcheinander gekommen. 7 Jahre waren für ihn nur ein paar Tage. Warum war der so durcheinander mit seinem Zeitbegriff? Weil er sie liebte. Liebe hat seine Prioritäten verändert. Liebe hat sogar sein Zeitempfinden verändert. Dass er sich nicht mal dessen bewusst war. Das sind jetzt schon 7 Jahre, die ich arbeite, um diese Frau zu bekommen. Vielleicht hat irgendein Arbeitskollege gesagt, schau doch mal, jetzt arbeitet sie schon fast 7 Jahre für diese Frau. Das ist doch nicht normal. Er sagt, ach, schon 7 Jahre? Ich dachte, es sind nur ein paar Tage. Und der Kumpel sagt, guck mal da vorne, die sieht auch nicht schlecht aus. Die hätte sie für 2 Jahre gekriegt. War das eine Option für ihn? Nochmal zu bedenken? Nein, er sagt, ich bin festgelegt, die oder keine. 7 Jahre, kein Problem. So was hat ihm willig gemacht, 7 Jahre seines Lebens zu geben? Die Liebe. Und wenn durch die Erkenntnis des Herrn die Schönheit, die Klarheit, die Einzigartigkeit Jesu uns real wird, wird daraus eine Liebe kommen, die bereit ist, Opfer zu geben. Und dann wird nicht sagen, wie, ich bin Christ, jetzt soll ich auch noch fasten? Jetzt soll ich auch noch auf berufliche Karriere verzichten, um meines Glaubens willen? Ja, hört denn das Ganze nie auf? Ich meine, irgendwo muss ja mal Schluss sein. Liebe rechnet nicht. Sondern sagt, egal was es kostet, er ist mir wert. Er verdient, auf diese Art und Weise geliebt zu werden. Dass alles in diesem Leben ihm untergeordnet wird. Dass alles verblasst im Verhältnis zu ihm. Das ist die Art von Liebe, die der Heilige Geist in uns wirken will. Hier wieder Paulus, unser großes Vorbild. Philipper 3, Vers 8. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Das ist genau das, wovon Jesus gelehrt hat. Wenn ich allem entsage, Lukas 14, 33, wenn ich allem entsage, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Alles aufgeben um seinetwillen. Aber wie kommt man zu dieser Gesinnung? Die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu ist der Schlüssel, ist das, was uns willig macht. Weil wir etwas sehen, was so anders und so großartig und so herrlich ist, dass alles andere daneben verblasst. Für Leute, die nicht verstanden, was er gemacht hat, was er erlebt hat, was ihn geprägt hat, die haben ihn gesehen und sagen, Mensch Paulus, früher warst du so eine heiße Nummer in der Theologenwelt. Denk mal an all deine Auszeichnungen. Und all die Festreden, die zu deiner Ehre gehalten wurden. Und all die wunderbaren Zertifikate und alles, was du bekommen hast. Mensch, der Paulus. Und sag, habe ich alles schon entsorgt. Wie?
Du hast deine Ordination in Mülleimer getan, deine Grade, deine theologischen, akademischen Titel, deinen Ruhm in der Theologen, das hast du alles im Mülleimer gekloppt. Bist du verrückt? Er sagt, nein, ich bin nicht verrückt. Ich war verrückt, als ich meinte, das bedeutet etwas. Jetzt habe ich das Original gefunden, was meine Seele sucht. Ich habe ihn gefunden. Er ist mir alles. Und dieser ganze Zeug bedeutet mir nichts mehr. Bedeutet mir nichts mehr. Alles für Dreck geachtet. Sein sozialer Status, seine Anerkennung, seine Position in der Theologenwelt als Pharisäer der Pharisäer, alles für Dreck geachtet, freiwillig aufgegeben. Wow. Nicht, weil er gehört hat, Paulus, du musst alles aufgeben, lass das los, egal wie du daran hängst. Nein, hat Jesus gesehen, hat Jesus erkannt, hat gewusst, wofür brauche ich das? Das hindert mich nur. Das hindert mich nur. Hebräer Kapitel 10, eine bemerkenswerte Passage. Wenig beachtet. Hier wird von Menschen gesprochen, die um Jesu Willen gelitten haben. Hebräer 10, Vers 34. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Wir haben nicht mit zusammengebissenen Zähnen den Raub ihrer Güter ertragen, sondern mit Freuden aufgenommen. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Ich meine, mach das mal ganz plastisch, ja. Antichristliche Regierung, du bist Gläubiger, dein Haus, da finden Hausversammlungen statt, das ist illegal, dein Haus wird versiegelt, du musst Haus und Hof verlassen, das gehört dir nicht mehr. Und der Vater sagt, Kinder, kommt, guckt euch das Haus an, wir werden nie wieder in dieses Haus gehen, hier seid ihr groß geworden, hier habt ihr gespielt, hier hatten wir unsere schöne Zeit als Familie, wir werden in dieses Haus nicht wieder gehen. Kommt, jetzt wollen wir den Herrn preisen. Und sie stehen in der Straße und sie preisen Gott für seine Güte, für seine Freundlichkeit, für seine Treue. Wahnsinn. Also eins kannst du wissen, an dem Tag hat die ganze Straße gewusst, wer die Gläubigen sind. Die ganze Straße hat gewusst, wer wirklich gläubig ist. Sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden aufgenommen. Wie waren die zu solchem Wahnsinn fähig? Wenn die Nachbarn kommen und trösten, ist es nicht schlimm, jetzt verliert euer Haus und denkt mal an deine Geranien und überhaupt, und gerade neulich habt ihr euch eine neue Küche gekauft und jetzt müsst ihr das alles verlassen, oh ihr Armen. Und die Frau sagt, wir sind nicht arm, wir sind reich, Gott ist wunderbar und Gott ist gut und wir sind voller Freude. Hä? Du hast gerade dein Haus verloren und du bist voller Freude? Das ist doch nicht normal. Gläubige sind nicht normal. Wieso konnten die so verrückt reagieren? Was war der Punkt? Haben wir einfach gesagt, oh, wir zwingen uns jetzt dazu, uns zu freuen. Wir freuen uns nicht, aber wir tun jetzt so, als freuen wir uns. Nein, die haben sich wirklich gefreut. Und warum konnten sie das? Der Schlüssel ist im letzten Teil. Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Sie waren so fortgeschritten in geistlicher Erkenntnis, dass die Treue Gottes und die Verheißungen, die Jesus gegeben hat, wenn ihr hier alles aufgebt, ihr werdet es vielfach wieder erstattet bekommen, jetzt und in der zukünftigen Welt. Das war für die real. Das heißt, wir verlieren dieses Haus und wir bekommen viel, viel Besseres dafür. Wir bekommen viel, viel Schöneres und Wertvolles in alle Ewigkeit. So ist es kein Verlust, sondern ein Gewinn. Das war ihre Sichtweise. Darum konnte sie sich freuen. Und weil das für sie real war, Gott ist treu, Gott hält sein Wort. Deswegen, weil das für sie real war, konnten sie sich freuen. Das gleiche Prinzip findest du im Kapitel 11. Mose, was für eine Geschichte. Du weißt, Mose
als Israelit durch Gottes kunstvolle geheime Wege, kam an den Hof von Pharao. Das war der Erzgegner Gottes. Ein Beispiel für ein Typus für den Antichristen. Und da kam Mose hin als Israelit und wuchs dort auf und war Prinz dort. Hatte ein privilegiertes Leben, eine privilegierte Position. Und irgendwann wachte er auf und verstand, ich bin Israelit. Und meine Leute werden von dem, von dessen Tisch ich esse, drangsaliert und wie Sklaven gehalten und misshandelt. Dies ist nicht mein Platz. Mein Platz ist bei meinem Volk. Das ist die Vorgeschichte. Durch Glauben weigerte sich Mose, Vers 24, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Und wiederum, wie konnte er so eine Wahl treffen? Ich meine, stell dir das vor. Die haben da geschuftet. Und ab und zu, mitten in der Arbeit, sie schauen mal hoch und sehen den Palast von Pharao und stellen sich vor, was das für ein Leben sein muss. In diesem Luxus, in diesem Essen, mit diesen schönen Kleidern, mit all diesem Angenehmen. Was für ein Kontrast, ihr erbärmliches Sklavendasein und dieses Leben im Luxus und im Frieden und im Wohlstand dort im Palast. Bestimmt mancher würde sagen, was gebe ich dafür, nur einen Tag mal da zu sein, einen Tag in diesem Palast zu leben, aus meinem erbärmlichen Sklavendasein rauszukommen, für einen Tag. Und dann kommt Mose und sagt so, ich bin jetzt bei euch. Ah ja, schön, bist zu Besuch gekommen, ja? Fein, wie geht's denn da im Palast? Sag, ich bin nicht zu Besuch gekommen, ich bin jetzt bei euch, ich bin einer von euch, ich bleibe jetzt, wie du bleibst jetzt. Du gehst nicht mehr zurück zum Palast? Nein! Ja, haben sie dich rausgeschmissen. Ich bin freiwillig gegangen. Wie? Du hast das Privileg, in diesem Palast zu wohnen, dein Leben lang? Und du gehst einfach da weg und gibst es auf und willst jetzt einer von uns werden? Bist du bekloppt? Das ist doch nicht normal. Warum war das für sie nicht normal, für die anderen? Weil sie haben ihr Elend verglichen mit dem Luxus und der Pracht des Palastes. Für Mose sah das ganz anders aus. Mose verglich das Elend des Palastes mit göttlichem Wohlgefallen, mit göttlichem Lohn. Das ist, was der Text sagt. Wie konnte er darauf verzichten, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze des Ägyptens, die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Er hat Gott kennengelernt, er hat verstanden, was die Verheißung Gottes sind. Er hat verstanden, nach diesem irdischen Leben gibt es ein ewiges Leben. Und da werde ich für meine Treue, für meine Hingabe belohnt werden. Und das war für ihn im Geist so real. Nicht, ich habe in meiner Sonntagsschule was über den Lohn gehört, aber ob das wirklich so ist, ich weiß auch nicht. Das war für ihn so real, dass er gesagt hat, das ist jetzt meine Wahl. Die Belohnung Gottes auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Elend des Palastes. Man sagt, ich muss ja bekloppt sein, wenn ich den Palast wähle. Das ist doch nicht normal. Ich weiß, wohin ich gehöre. Ich weiß, was mein Zuhause ist. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer Gott ist und was er für mich hat. Und er wählte, wie die Bibel sagt, die Schmach Christi. Das heißt, um Gottes Willen verleugnet, verachtet, verfolgt und ausgestoßen zu werden. Weil er wusste, es gibt einen Lohn dafür. Das wird eins der wesentlichen Themen sein in den zukünftigen Seminaren über wie man lernt zu leiden. Dass die Augen aufgetan werden und dass wir geistliche Realitäten wahrnehmen und dass wir sehen, was Gott wirklich für uns hat. Und das wird so real, dass wir davon motiviert sind und sagen, ja, dann müssen sich meine Prioritäten ändern. Dann muss ich die Ordnung in meinem Leben neu sortieren. Dann hat alles auf einmal einen anderen Stellenwert. Apostelgeschichte Kapitel 5.
Lukas lesen wir, wie die Apostel ermahnt wurden, geschlagen worden sind um des Evangeliums willen und wie sie ihnen gedroht wurde, nicht mehr den Namen Jesu zu gebrauchen. Vers 41, sie gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu tragen. Also die gingen nicht geschlagen wie geprügelte Hunde und sagen, naja, also davon müssen wir uns erst mal erholen. Das war nicht toll und hoffentlich kommt das nie wieder. Wir werden beten, dass Gott nie wieder so etwas zulässt in unserem Leben und wir werden jetzt auch weise sein und das mit dem Namen Jesu in der Verkündigung, das werden wir auch mal lassen, weil schließlich, wir müssen ja auch weiterleben. Wir können ja nicht jeden Tag so misshandelt werden. Also das geht ja nicht. Wir müssen ja auch mal an uns denken. Bei allem Glauben schön und gut, aber man muss auch vernünftig sein. Diese Art von Weisheit und Selbstberuhigung kannten sie nicht. Sondern sie waren voller Freude, dass sie gewürdigt waren. Das war für sie eine Auszeichnung. Es war wie ein Orden. Sie waren gewürdigt, für den Namen Schmach zu leiden. Wow. Es gibt Dimensionen der Nähe und der Hingabe an Gott, die noch erobert werden müssen. Und das hat alles damit zu tun. Herr, nimm den Schleier weg, lass mich dich sehen, deine Absichten, deine Treue, deine Versprechungen. Lass mich das alles sehen in dem Licht, wie es wirklich ist, als eine echte Realität, die mein ganzes Leben bestimmen soll. Damit geht einher wachsendes Vertrauen zu Gott. Ist ein Segen der Erkenntnis Gottes. Wir lernen Gott zu vertrauen, weil wir ihn kennen, weil wir ihn wirklich in tiefer Weise erleben. Psalm 9, Vers 11. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Den Namen Gottes kennen. Davon hat Jesus gesprochen. Er sagt, ich habe, Johannes 17, ich habe deinen Namen geoffenbart. Jesus kam, um den Namen, sprich das Wesen Gottes zu offenbaren. Ich habe deinen Namen geoffenbart und dann kommt eine wunderbare Verheißung und werde fortfahren, ihn zu offenbaren. Die Offenbarung über den Namen Gottes ist noch nicht fertig. Das heißt nicht, dass neue Lehre dazu kommt, neue Theologie, neue Dogmen, nichts von dem. Aber das, was wir geschrieben finden, wird realer für uns. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Freundlichkeit, Gottes Klarheit, Gottes Konsequenz, Gottes Eifer für seinen Sohn. All diese Dinge werden klarer werden für uns. Das bedeutet, er fährt fort, den Namen Gottes zu offenbaren. Und deswegen heißt es dann, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Gott wirklich kennenzulernen, bewirkt, dass dieses Misstrauen, das in uns in der Tiefe unseres Herzens schlummert, dieses Misstrauen gegen Gott verschwindet und es wächst Vertrauen. Gott ist wirklich gut. Er ist berechenbar. Er ist treu. Man kann sich auf ihn verlassen. Er hält sein Wort. Das will der Heilige Geist in uns wirken. Und es kommt, indem das Wesen Gottes, seine Natur, uns geoffenbart wird. Halleluja. Halleluja. Vielleicht ein letztes. Kraft zum Durchhalten. Ausdauer. Eine wichtige Betonung, ein wichtiger Aspekt in der Lehre der Apostel. Paulus lehrt hier und er beschreibt, wie sie damals gelebt haben. 2. Korinther Kapitel 4. Deshalb ermatten wir nicht. Wir werden nicht entmutigt, wir geben nicht auf, wir schalten nicht zwei Gänge zurück, sondern wir fahren mit Vollgas weiter. Wir ermatten nicht, wir werden nicht müde. Junge Männer werden müde, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft.
sondern wie auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist 2. Korinther 4, Vers 16. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal. Machen wir mal eine kurze Pause und überlegen, wovon redet er hier? Das Leichte der Drangsal, von was redet er? Von Schiffbruch, von Steinigung, von Unterräuber und im Gefängnis und geschlagen und verfolgt und Rufmord und all diese Dinge, von dem redet er. Und er nennt das das Leichte der Drangsal. Das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal. Wenn wir Menschen der Ewigkeit werden, wenn wir verstehen, dass wir einen Terminkalender haben in 500 Jahren, dass wir Dinge zu tun haben, dass das Leben nicht hier in ein paar Jahrzehnten zu Ende ist, dass das nur die Vorbereitung ist für das, was danach kommt. Unser eigentlicher Dienst kommt erst noch. Wenn wir das verstehen, dann würden wir auch sagen, das Leichte unser Drangsal. Weil das sind nur wenige Jahre. Und dann ist schon vorbei. Und das Eigentliche, die Ewigkeit, kommt noch. So, die Drangsal bewirkt etwas. Die dient uns noch. Was für eine Sichtweise. Drangsal ist furchtbar. Setzt uns zu. Gibt uns eine schlechte Zeit. Und wie kann er sagen, die bewirkt etwas für uns. Drangsal bewirkt ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Wir haben ein geöffnete Augen des Herzens. Wir können unsichtbare Dinge sehen und bewerten. Und sie haben den Platz in unserem Leben und in unserer Prioritätenliste, der ihnen zusteht. Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Diese Sichtweise, diese Denkweise, diese Lebensweise hat ihnen Power gegeben zum Überwinden. Und dann konnte er sagen, Römer 8, alle Dinge dienen uns zum Besten, müssen mitwirken. Wenn wir wirklich glauben, wir sind in der Hand Gottes, dann hat das Konsequenzen. Das heißt, wenn wir mal durchs dürre Tal, durchs Tränental gehen müssen, dann werden wir darauf achten, auf unsere Reaktion. Und wir werden Gott preisen und Gott ehren. Zugegeben, nicht alle Emotionen wollen so richtig mitmachen. Und es wird wahrscheinlich nur das kleine Halleluja werden. Aber wir ehren Gott und wir sagen, du bist bei mir. Und ich gehe da durch. Und du bist mit mir. Du hast mich nicht verlassen. Du wirst mich nicht verlassen, noch versäumen, auch wenn ich nicht verstehe, was hier passiert. Wir alle erleben Situationen, da können wir sagen, Gott, warum lässt du das zu? Und dann wartest du und wartest du und wartest du und es kommt keine Antwort. Weil es die falsche Frage ist. Die richtige Frage, was willst du damit tun an mir und in mir? Wie willst du dieses Schreckliche benutzen, um mich zu prägen und um mich zu verändern? Dann haben wir eine Perspektive und dann wird er uns zeigen, diese Dinge musstest du durchlaufen, weil ich will in dir das Bild meines Sohnes hervorbringen. Du bist privilegiert, das Bild Jesu zu tragen. Das ist deine Ehre, das ist deine Berufung. Das wurde früher den Neubekehrten beigebracht. Apostelgeschichte 14, die haben die Seelen der Neubekehrten, die Seelen der Leute, die gerade zum Glauben gekommen sind, gestärkt und ihnen gesagt, wir müssen durch viele Drangsale oder Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Wo wird heute den Neubekehrten klarer Wein eingeschenkt? Wo wird heute den Leuten gesagt, um des Namens Jesu willen, du wirst durch viele schwierige Dinge gehen? Das ist, was Jesus, Paulus bei der Bekehrung gesagt hat. Ich will dir zeigen, wie viel du leiden musst, um meines Namens willen. Ich meine, hallo, so was sagt man doch nicht einem Neubekehrten, der springt uns von der Fahne. Das kann man später vielleicht in homöopathischen Dosen irgendwie so Stück für Stück versuchen, ein bisschen anzudeuten, aber doch nie in solchem Klartext. Ich will dir zeigen, wie viel du leiden musst, um meines Namens. Ja, hallo, Mensch, der läuft doch weg. Er sagt also, wenn es das ist mit dem Glauben, Dankeschön.
Aber das ist eben unsere Idee. Wie locken wir Menschen? Wir locken Menschen mit falschen Versprechungen. Und dann wundern wir uns, warum sie nicht standfest sind, warum sie nicht leidensbereit sind, warum sie nicht den Preis bezahlen wollen, der Nachfolger, warum sie immer nur im Pampers gewickelt werden wollen, gehätschelt werden wollen. Und wenn was schief geht, ach du Armer, ach nee, das ist aber auch schlimm jetzt. Statt ihnen zu sagen, jetzt schau auf den Herrn und Gott ist da und Gott macht aus dieser Not etwas Gutes. Und Gott prägt deinen Charakter, er gibt dir Standfestigkeit, er lehrt dich zu überwinden. Weglaufen kann jeder, aber stehen bleiben ist die Kunst, die du lernen sollst. Standhaft im Glauben. Und dazu muss es Schwierigkeiten geben, dazu muss es Dinge geben, die nicht einfach sind wegzustecken. Darum muss es Situationen geben, die wirklich uns alles abverlangen und wir sagen, Gott, wenn du jetzt nicht da bist, ich verzweifle an diesem Ding, aber ich rechne mit deiner Treue und du trägst mich dadurch. Wenn wir solche Erfahrungen nicht haben, dann deswegen, weil wir ein falsches Gottesbild haben, weil wir einem falschen Evangelium hinterherlaufen, weil wir denken, das Evangelium heißt, Gott bettet uns auf Rosen. Und alles ist wunderschön. Aber das Wort Gottes sagt etwas anderes. Und wenn wir wirklich glauben, alle Dinge dienen zum Besten, dann werden wir darauf achten, wie wir in Zeiten der Bedrängnis, wo der Schmerz da ist, wo wir nicht verstehen, wo wir sagen, hey, ich verstehe jetzt gar nichts mehr, aber du bist gut, du bist treu und ich ehre dich für deine Treue. Und wir verstehen, wir sind ein Schauspiel für die Mächte der Finsternis und die Engel und die Mächte der Finsternis und der Vater im Himmel schauen, was wird er jetzt tun? Was wird sie jetzt tun mit dieser Situation? Das tun, was alle in der Welt tun, jammern, klagen, Selbstmitleid. Ich armer Mensch, wieso das alles? Oder Herr, ich verstehe nichts, aber du bist mein Gott und ich ehre dich und ich preise dich. Der Blick in geistliche Realitäten verleiht uns Stärke und befähigt uns zu reagieren auf eine Art und Weise, wie wir sonst niemals reagieren könnten. Niemals, niemals. Und das sind einige wenige wesentliche Segnungen aus dem Worte Gottes, die uns zuteil werden, in die wir hineinkommen durch Erkenntnis Gottes. Und jetzt entscheide du, ist es das wert? Wollen wir diese Qualitäten haben? Ist es das wert? Dann werden wir anfangen, in neuer Weise der Erkenntnis Gottes nachzujagen. Halleluja. Amen. Schon wieder Pause jetzt. Tut mir ganz leid für euch. Aber wir müssen es an die Ordnung halten.